1, 2, 3 im Sauseschritt. Es läuft die Zeit, wir laufen mit. Das kann man schön umdichten. Zum Beispiel, es läuft die Zeit, wir saufen mit. Ah, Quelle terrible. Ich bereite mich innerlich auf die Fußballwochen vor und habe hier zum Auftakt, morgen ist ja die Eröffnung der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika, zum Auftakt noch einige kleine sozusagen Nebensächlichkeiten, Vorspiele mitzuteilen. Und das erste ist, ich habe heute, ist ja der 10. Juni 2010, heute den wärmsten Tag des Jahres hier in Berlin im Moment. Es ist jetzt noch etwa 30 Grad draußen. Heute habe ich meinen Lauftag. Das heißt, alle drei Tage laufe ich etwa 10 Kilometer. Ich bin im Moment aus Gründen nicht in Form. Ich muss mich also noch aufbauen. Es fällt mir schwer. Bei der Hitze werde ich sehen, ob ich das überlebe. Man kann das dann hier durch den plötzlichen Wegfall der Lichtgeschwindigkeit kontrollieren. Ich bin aber optimistisch. Und hier, das Spielfeld ist bereits aufgebaut. Ich habe hier eine 10-0-1 Aufstellungsformation der Strategie Deutschland. Hinten 10, vorne einer schießt das 1-0 und dann wird zu Ende gemauert. Heute mein Beitrag bezieht sich auf die Schiedsrichter. Und zwar zweierlei Sachen. Einerseits allgemein. Es ist sozusagen eine der beliebtesten Übungen der Fußballer und dann auch der Fußballzuschauer, sich über Schiedsrichter zu unterhalten, letztlich auch sich zu streiten, Meinungsverschiedenheiten zu haben, insbesondere wenn man ein Spiel gesehen hat und da sind Entscheidungen vom Schiedsrichter getroffen, die man verschieden gesehen hat und die man auch unterschiedlich beurteilt. Ausgangsbasis davon ist aber, dass es Menschen sind. Jeder Mensch sieht wirklich irgendwas anderes. Das, was er nicht sieht, weiß er nicht, weil er es nicht sieht. So kann es sein, dass man manchmal Dinge im Fernsehen sieht, die man, während man echt dabei war, wirklich tatsächlich nicht gesehen hat. Oder man hat Sachen gesehen, als man dabei war, die dann im Fernsehen nicht zu sehen waren. Und man wundert sich, welche Verzerrungen es gibt. Das gibt es also zwischen der technischen Aufzeichnung von Bildern und dem einzelnen Menschen. Die vielen Streitereien und auch der Spaß dabei ist nun also, dass aber auch die Meinungsverschiedenheiten unter den Menschen, die dabei waren und auch unter den Menschen, die am Fernsehen gemeinsam gucken und so weiter. Also wer sich streiten will, findet genügend Grund dazu. Ich möchte aber etwas Aufklärendes dazu sagen. Also erstens, die Menschen erleben die Dinge unterschiedlich. Ich fände es interessant, nach einem wichtigen Spiel die einzelnen Szenen, an die man sich konkret auch als Spieler erinnert, dann mal von den beteiligten Spielern diskutiert zu hören und zwar wirklich herauszuspüren, wo lügen die jetzt, wo sagen sie, ach, habe ich nicht gesehen oder so, oder wo können sie als jemand, der wirklich selbst am Ball war oder der versucht hat, in der Nähe des Balles zu spielen, was hat der wirklich selbst in dem Moment gesehen und was hat er tatsächlich nicht gesehen. Das wäre sehr hilfreich, aber das führt ein bisschen vom Lustgewinn, den man beim Fußball hat, weg. So, das war das eine, was ich sagen wollte. Wir sehen wirklich die Dinge verschieden und erleben das selten an uns selbst, aber wir erleben es auch selbst, dass wir wirklich Dinge anders sehen oder nicht sehen oder selbst verschieden sehen. Also das ist das eine. Das andere aber, was ich wesentlich finde, wir haben es jetzt also überwiegend mit einem Fernsehübertragungserlebnis zu tun und wir haben es mit Schiedsrichtern zu tun, die inzwischen mit einem sogenannten Headset, also der Hauptschiedsrichter, auf dem Platz hat ein Kopfhörer, Mikrofon, einen kleinen Sender. Und er ist verbunden mit seinen beiden Linienrichtern. Ich sage das mal, Fußballer wissen das, aber die nur Fußballfans wissen vielleicht nicht. Das Spielfeld ist also in der Mitte mit der Mittellinie geteilt. Und dann ist auf der einen Seite da der eine Linienrichter, der läuft immer von der Mittellinie bis zum Tor. Und hier ist die Mittellinie. Und auf dieser Seite ist der andere Linienrichter, der läuft von der Mittellinie zu dem anderen Tor. Während der Schiedsrichter zwischen den beiden Linienrichtern im Prinzip immer diagonal hin und her läuft. Je nachdem, wo der Ball ist, läuft er also diagonal so, dass immer der Schiedsrichter auf der einen Seite des Feldes ist, während auf seiner gegenüberliegenden Außenlinie der jeweilige Linienrichter ist. Also er ist hier der Linienrichter, der Schiedsrichter da, dann läuft der Schiedsrichter da und der andere Linienrichter ist dann da, bis zum Tor, bis zur Außenlinie. Damit haben die im Prinzip systematisch das ganze Feld immer auf einer Linie zwischen zwei Punkten, also einer Verbindungssichtlinie zwischen zwei Punkten, hier der Schiedsrichter, da der Linienrichter und
Das ist das, was man ja auch häufig sehen kann, wenn das Fernsehen selbst so eine magische Linie einblendet, dass man sieht, hier sind also Verzerrungen, die man, egal auf welcher Position man auf dem Platz ist, niemals alleine richtig sehen kann, weil man selbst nie die Linie zwischen zwei Punkten bildet, sondern immer nur von einer Punkt. So. Na gut, also jedenfalls, was ich sagen wollte, das Problem sind diese Headphones. Wenn der Schiedsrichter früher irgendwas nicht gesehen hat oder so, dann lief er zu dem Linienrichter in seiner Spielhälfte. Und wenn der es auch nicht gesehen hat, holt er eventuell auch noch den dritten zu Rate, weil der ja auch die ganze Zeit zuguckt. Und hat er was gesehen? Zum Beispiel, welcher Spieler war das? Welche Nummer hat der Spieler, dass man die Spieler nicht verwechselt oder so? Diese Situation, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen muss, weil ein Foul passiert ist oder weil irgendwas, er pfeift aus und weiß aber jetzt nicht genau, was los ist, und er rennt zum Linienrichter und da muss er also 20 Sekunden hinlaufen und wieder zurück und so weiter. Durch das Headphone hat er eine direkte Verbindung. Er hat aber jetzt ein zusätzliches Problem. Er hat nämlich das Problem, dass er redet, und zwar nicht konkret mit dem Linienrichter, sondern über das Headphone. Und der Linienrichter, wie am Telefon, spricht also auch in sein Headphone und antwortet nun auf die Frage, wie er es verstanden hat. Jetzt haben wir ein dreifaches Problem. Also erstens, die Situation haben beide aus einer anderen Position ja unterschiedlich gesehen. Jetzt haben sie aber auch noch über die Telefontechnik ein Sprachproblem. Weiß der eine, was der andere meint? Und da gibt es also Aufzeichnungen solcher Zwiegespräche zwischen dem Schiedsrichter und dem Linienrichter, die völlig ins Abseits gehen, wo die sich total missverstehen, und am Ende muss der Schiedsrichter hinlaufen zum Linienrichter und muss mit dem reden. Da muss er erst das Missverständnis der Headphone-Kommunikation aufklären, um dann die Unklarheit der Spielsituation aufzuklären, um dann eine Schiedsrichterentscheidung zu treffen und so weiter. Alles das praktisch hat keinen Sinn, und das ist der Grund, weshalb man bis heute nicht die Kameraüberwachung und den objektiven Schiedsrichter in einer Kabine hat, der alles mit 1000 Kameras elektronisch überprüft, sondern hier ist die Spannung des Spiels, indem man sagt, der Schiedsrichter ist ein Teil des Spiels. Der spielt mit und er entscheidet, so gut er kann. Und wer einen Schiedsrichter kennt oder wer selber mal gepfiffen hat, der weiß, wie schwierig das ist. Und der weiß auch, dass die Linienrichter und die Schiedsrichter nicht auf den Platz gehen, um das Spiel zu verderben. Das heißt, die versuchen als Spielleiter das Spiel so gut zu leiten, wie es geht. Und damit komme ich zu einem dritten Punkt. Der Schiedsrichter, den alle Leute Schiedsrichter nennen, er ist ja nicht nur ein Schiedsrichter, sondern er ist nach der Satzung, nach den Regeln auch ein Spielleiter. Und zum Spiel gehört dann tatsächlich auch das Publikum. Das heißt, der Schiedsrichter pfeift für die Mannschaft und für die andere Mannschaft und für das Publikum. Und daher gibt es dann tatsächlich ganz gewisse Konzessionsentscheidungen, wo man sagen kann, Heimschiedsrichter, der hat fürs Publikum gepfiffen oder so. Das ist nicht auszuschließen, nicht nur weil der Schiedsrichter ja lebendig nach Hause kommen will, sondern tatsächlich, weil bestimmte Situationen immer in der Schwebe sind. Und das ist das, was ich vor letzter Woche meinte mit den Elfmetern für Deutschland. Also in Bosnien hätte man diese Elfmeter vielleicht so nicht geschossen, nicht gepfiffen, vielleicht auch nicht so geschossen, und der Schiedsrichter hätte es anders gepfiffen. Und es kommt beim Fußball nicht darauf an, dass man sich über alles das streitet, über das man streiten kann, sondern dass ein tolles Spiel zustande kommt. Und ich hoffe also, dass hier die Headsets der Schiedsrichter nicht Komplikationen machen, sondern einfach mal im guten Sinne angenommen dem ganzen Fußballsport dienen kann. Und dass wir dann eine schöne Fußballweltmeisterschaft sehen. So, schönen Dank für den Aufruf. Schiedsrichter sind auch Sportler. Ahoi.